fühlst du dich denn jetzt nach deinem Auftritt? Ja, gut, das ist wahrscheinlich so dieses Hochgefühl, nachdem man irgendwie was geschafft hat. Genau, doch. Also, hat gut geklappt, insofern bin ich froh und freue mich, dass die Leute es auch so gerne machen. Da geht jemand sozusagen mit noch etwas gebückter Haltung auf die Bühne und kommt sozusagen mit durchgedrücktem Kreuz wieder runter. Und das nimmt er mit. Und es gibt ganz viele, die dann auch zu Wiederholungstätern werden. Die sagen, diesen Kick, dieses Moment, das ist etwas, was ich mitnehme. Hat dich irgendwas besonders begeistert oder erstaunt während deines Vortrags? Na, dass die Leute da so begeistert waren, das hätte ich nicht erwartet, dass die so echt geklatscht haben und gelacht haben. Das hätte ich echt nicht erwartet. Eine positive Überraschung. Als Sprech- und Stimmtrainerin finde ich das immer sehr schön, wenn wir beim Workshop ankommen und da sitzen schüchterne Leute, die sich gar nicht so raustrauen und dann plötzlich eine sehr kraftvolle Stimme entwickeln und die auch im ganzen Umfeld nochmal wirkt, auf die Zuhörer wirkt und die auch selber Selbstbewusstsein mitnehmen und dann auf der Bühne sich selbst ganz anders erleben und ihre eigenen Stärken auf der Bühne erleben. Vortrag in der Regel, der entspricht eher der ernsten Musik, das heißt klassisches Konzert, das Publikum sitzt in feinem Zirn und hört sich sozusagen den ernsten Vortrag virtuos vorgetragen, aber für viele nicht verständlich an. Und Science Slam ist die Rock'n'Roll-Variante von Wissenschaft. Das heißt, hier geht's ab, im Jazzclub, im Kino, in der Kneipe, wo auch immer. Das ist sozusagen der gleiche Inhalt, es geht auch um seriöse Wissenschaft, aber sozusagen peppig verpackt. Und für mich als Erzählerin kombiniert das Erzählkunst mit dem Appetitmachen auf Wissenschaft und wissenschaftliche Themen. Und Forschung wird so ein bisschen sexy in Anführungsstrichen. Jeder hat 10 Minuten Zeit, das sind die Regeln. Jeder sollte auf Fachsprache verzichten, stattdessen das Publikum unterhalten und gleichzeitig was über sein Projekt erzählen. Und die zweite Regel ist 100% Eigenforschung, das heißt, es wird nicht Sendung mit der Maus für Erwachsene gespielt, sondern es wird das erklärt, was man selber erforscht. Und das im Bereich von Doktorarbeit, das kann aber auch eine gute Magisterarbeit sein, das kann die Bachelorarbeit sein, sozusagen das Kriterium ist nur, das muss meine eigene Forschung sein. Also das Wichtigste ist generell, dass man selber bleibt. Dass man ist kein Schauspieler, man ist nicht Profi, der Texte interpretiert oder der Comedian ist oder was weiß ich. Sven ist natürlich erstmal der Science Slam Experte. Der bringt natürlich mittlerweile schon ganz viel Erfahrung mit, was den Science Slam angeht, was unterschiedlichste Konzepte beim Science Slam angeht, ob ich jetzt das auf kleinen Bühnen mache, auf großen Bühnen wie im Schauspielhaus Bochum. Und Sven arbeitet wunderbar mit den Leuten an den Vorträgen erstmal selber. Wenn wir mal also den engeren Wissenschaftsbegriff nehmen, erstmal an dem 10-minütigen Vortrag für den Science Slam und übersetzt den dann auf eine Bühnendarstellung. Dass die Leute das als Musikstück auf die Bühne bringen, das Rappen, das noch sehr stark an PowerPoint anlehnen, es aber doch viel lockerer machen und viel verständlicher. Bringt gute, schöne Vokale, die perfekt fürs Mikro sind, und es bringt mehr Emotionen mit rein. Weil gerade dieses Antrainieren des... Melanie ist diejenige, die letztendlich an dem eigentlichen Vortragsstil arbeitet. Sie ist eben erfahrene Sprachtrainerin und durch ihren eigenen beruflichen Weg als Märchenerzählerin eben jemand, der sehr genau weiß, wie ich sozusagen meine Stimme aufwärme, welche Methoden ich anwenden muss, um locker zu werden, wie ich artikuliere, damit am Ende auch hinten im Saal jeder noch mitbekommt, was ich erzählen will, welche Gestik ich anwenden kann. So, das ist sozusagen ihre Stärke und auch ihr Part hauptsächlich in den Vorträgen. Dann, aufgrund von verschiedenen elektrophysiologischen Signalen bewertet? Für erstaunlich viele Personengruppen. Also gerade durch meine ersten Kurse an der Uni
habe ich immer wieder festgestellt, wie schwer das auch gerade Leuten, die vom Schüler zum Studentenstatus übergehen, wie schwer denen das fällt, Referate zu halten, das erste Semester an der Uni gut zu überstehen. Und deswegen kamen wir auch auf die Idee, das Science-Slam-Konzept wirklich auch für Erstsemester- oder Oberstufenschüler anzubieten, die einfach besser vortragen wollen, die besser reden können wollen, die so ein bisschen auch Mediencoaching schon haben und damit optimal faktisch in ihre wissenschaftliche Karriere einsteigen. Also von daher, da reden wir nicht drüber. Ein anderer Bereich ist das klassische Ausbilden von Doktoranden, da wo wir ursprünglich auch herkommen. Das heißt, im Bereich Soft Skills bieten wir im strukturierten Promotionsprogramm eben das gezielte Kommunikationstraining an. Zunehmend kommen aber auch Nachfragen und haben wir Kurse gemacht für außeruniversitäre Einrichtungen, sowohl wissenschaftliche, die sagen, wir wollen unsere Mitarbeiter, wir wollen unsere Forschung sozusagen etwas knackiger präsentieren, oder auch bei Science Slams. Aber wir haben mittlerweile zunehmend auch nicht wissenschaftliche Institutionen, die sagen, uns geht es jetzt nicht primär darum, dass wir bestimmte Forschung präsentieren wollen, sondern insgesamt sehen wir, Kommunikation ist etwas Wichtiges. Und das Konzept Science Slam finden wir peppig, die Art und Weise, Dinge etwas ungewöhnlich darzustellen, finden wir peppig, finden wir interessant. Das heißt, wir bieten das für unsere Mitarbeiter als eine Form von Kommunikations- und Kompetenztraining. Problem will ich es nicht nennen, aber ich bin der Meinung, dass ich häufig eher so vegetative Symptome verspüre, wenn ich vorträge. Also Herzschlag geht hoch. Zum einen ist es natürlich so, wenn sich Leute für einen Science Slam Workshop interessieren, das denken dann viele, oh nein, das kann ich gar nicht. Ich stand ja noch nie auf der Bühne. Das kann nur schief gehen. Das ist natürlich häufig eine Täuschung, weil die Leute in ihrem Gebiet Experten sind und das natürlich auch gut auf die Bühne bringen können. Dann eine zweite Hürde ist, dass die meisten Menschen Lampenfieber für eine schlechte Eigenschaft oder Kraft halten und dann erstmal durch uns lernen müssen oder mit uns die Erfahrung machen, dass ein bisschen Lampenfieber den Vortrag stärkt und auch die eigene Präsenz stärkt. Und dass, wenn man mit Lampenfieber positiv umgeht, dass das eine sehr, sehr gute Kraft auf der Bühne ist. Ja. Dann ist es natürlich für viele eine ganz ungewohnte Situation, vor 300, 400 Leuten zu stehen. Dann ist eine Kamera dabei, ein Mikro ist dabei, die Zuhörer schauen einen an. Die meisten Menschen haben auch nicht so viel Erfahrung, was die Zuhörer auch oder Zuschauer an Körperarbeit rückmelden. Und das, damit müssen die meisten erstmal lernen, umzugehen. Wer gerade sitzt, lernt ein Memory-Spiel, das heißt, er lernt die Position von einem Kartenpaar, das deckt er auf und damit muss er sich merken, wo ist es dazu. Und eine der größten Hürden eigentlich ist, dass sie ausgebildet sind, sehr komplexe Dinge auch sehr komplex auszudrücken, dass sie in ihrem Fachjargon den Kollegen beweisen, dass sie mitspielen können in dem Feld der Kommunikation, was ihr Fach eben auszeichnet. Das heißt, sie sind trainiert, eigentlich sehr komplex zu sprechen. Das heißt, sie haben ja auf einer internationalen Tagung in der Regel auch nur 10 Minuten Zeit, aber da geht es halt darum, so viel wie möglich reinzuballern, um als Experte anerkannt zu sein. Und genau das sollen sie eben auf der Bühne beim Science Slam nicht, sondern sie sollen so einfach wie möglich sprechen, sie sollen so bildlich und so klar und gleichzeitig so lustig, unterhaltsam, wie auch immer, über ihr Projekt sprechen. Das sind sie nicht gewohnt. Und das löst bei dem einen oder anderen erstmal Respekt, manchmal auch Angst aus, dass es unterkomplex wird, dass man unseriös ist, dass man nicht ernst genommen wird, dass es einem beruflich schadet und so weiter. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Damit konnten wir nämlich zeigen, dass eine Formalität negativ ist. Was für mich als Historikerin und Mensch, der selber aus der Wissenschaft kommt, immer ganz toll ist, dass wissenschaftliche Themen auf der Bühne so gut funktionieren und dass die Zuhörer das auch sehr, sehr gerne hören, auch mit nach Hause nehmen und sich, weiß was ich, für Themen aus der Physik interessieren, Mathe plötzlich ganz spannend finden, Geschichte nicht mehr so gruselig erscheint. Das ändert natürlich den Blick auf Wissenschaft und macht Wissenschaft auch für größere Gesellschaftsgruppen einfach spannend. Und vielleicht schaffen wir es ja mit dieser Herangehensweise, die ich gerade gesagt habe, thank you.